Was hast du da schon wieder Schönes? Ach so, Bonbons. Hast du eigentlich so eins schon mal probiert? Ja, habe ich. Also Beinfreiheit ist hier wirklich nicht viel, also es geht. Ich habe jetzt hier den Sitz ein bisschen nach vorne geschoben, da kann man auch noch gut sitzen. Dann ist es schon in Ordnung, hier meine Beine passen dazwischen. Aber hier zum Beispiel, wenn Xau fährt, ist nicht so viel Platz, da passen meine Beine gerade so durch. Und man kommt halt schwierig wieder raus. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich nicht so gedacht, dass man hier hinten sitzt, weil wenn man den, hat ja nur zwei Türen, wenn man den Sitz vorklappt, bleibt der Gurt hier mittendrin hängen. Da muss man erstmal drüber klettern. Das sind also auch eher so Notsitze, würde ich sagen. Ja. Ich habe schon gemeint, eigentlich hätten sie sich die Sitze sparen können und hier vorne ein bisschen mehr Platz machen können. Ja, eigentlich schon. So, dass das irgendwie optimaler ist, aber nein. Naja, junge Leute wollen halt viele Freunde mitnehmen. Ja, das stimmt. Macht man hier? Wow! Oh, okay. Ach, die ist umklappbar. Ja. Praktisch, so ein kleines Loch für Sachen rein, aber Hauptsache umklappbar. Musst du halt durch die Tür legen. Aber induktive Ladefläche hat man als Passagier hinten. Krass, ja. Praktisch. Die hat vorne nicht hingepasst, oder? Achso, das kann man hochklappen, da ist was drin, oder? Ja, so Kabelanschlüsse und ein kleines Ablagefach. Hm. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Aber lustig ist, dass man hier so, wenn man sich das hier so anschaut, auch die Anschlüsse und so, ne? Das macht nichts. Das wirkt so ein bisschen wie im Cadillac, ja? Auch die induktive Ladefläche mit dem Kleber hier. Ist genau derselbe. Ja, das stimmt. Eigentlich schon witzig. Ist halt alles General Motors, da erkennt man so einen gewissen. Oh, wir haben doch noch da die induktive Ladefläche. Ach, die kann man doch da hinmachen. Ja, genau. So wirkt das so ein bisschen. Wow. Ja, ist ja nett bei deutschen Autos. Wow, ich habe hier hinten auch nicht gerade viel Kopffreiheit, oder? Wow. Also, wenn ich normal sitze, geht einigermaßen. Da ist hier noch rund so krass, 2 cm. Aber wenn ich mich ein bisschen zurücklehne, dann stoße ich voll an. Und du bist nicht groß. Ich bin nicht groß, also du hättest hier, glaube ich, deine Probleme. Wow, das ist heftig. Aber auch ich hier, ne? Schau mal hier. Oder? Ja, da ist nicht viel Platz. Also wenn weiter runter ist. Weiter runter geht der Sitz nicht. Ja, geht schon theoretisch nur runter, aber das ist halt dann nicht die optimale Sitzposition. Sitzt du wie im Dreier-BMW so liegend Auto fahren. Mein Fenster ist auch richtig groß, mein Guckloch. Mhm. Das ist beim Flugzeug größer. Ja, das mag sein. Ein richtig großes Fenster. Voll süß. Das ist ungefähr so groß wie meine Hand. Krass. Süß. Aber es ist praktisch. Das ist ein Babyfenster. Können wir es behalten? Kannst du einfach verdecken, wenn du nicht willst, dass dich jemand sieht im Auto. Nein, nicht gucken. Nein, keine Fotos. Aber was ich krass. Ja, doch, hinten ist schon leicht getönt, gell? Ja. Echt? Ja, die Seitenfenster sind dunkler als jetzt hier vorne. Gut. Ja, wirklich. Hm. Ah! Hallo! Du bist ja ganz in der Arbeit. Wieso das? Ich hab gearbeitet. Ach so, na dann. Hallo, es ist 16:03. Ich muss nicht so lange arbeiten mit mir, ich muss hier jetzt hinten rein. Oder willst du hinten im Kofferraum? Ja, dadurch. Ja, mach Kofferraum. Okay. Dann mach mal auf. Geht's denn? Ist offen. Einfach anheben! Mitte! Oben! Ach Mann! Ach, siehst du wieder, habe ich das ganze Zeug für die Mama mitgenommen. Ach Mist, stimmt. Oh. Guten Tag, Frau Selin. Kofferbäume, ein gründliches Universum. Was? Kofferbäume. Ich habe das nicht gecheckt, wo der Kofferraum denn anfängt. Schneiden Sie sich an. Ich versuch's. Versuch's mal. Oh Mann. Wo sind die Hunde? Nicht hier. Zu Hause. Schade. Der ist halt nicht so schick, ne? Von innen. Ja, es ist halt wirklich ein Sportwagen. Der ist was
ist ein Mathe- und Physiklehrer in unserer Schule, der ist voll cool, der Taki. Da kannst du 3 Runden um den Parkplatz drehen. Was? Jetzt hier 3 Runden um die Tasse. Ja, hallo! Wie war die Schule? Schön, ich habe die letzten 4 Stunden Kunst. Ich habe einen Vulkan, einen ausbrechenden Vulkan gemalt. Oha. Ich habe all meine Emotionen in dieses Bild gelegt. Ich wollte gerade sagen, du hast deine Hände aus. Ja. 4 Stunden Kunst. Boah, krass. Aber eigentlich voll cool. Wir Kunst hatten dann maximal 1 Stunde. Wir haben ja auch so viel Kunst in der Woche, weil sie oft mit uns ins Museum gehen will und so dann halt nachmittags. Ah. Oder irgendwie einen Tierpark, um Tiere zu malen oder so. Ehrlich? Ich weiß nicht. Der ist halt nicht so mega protzig. Der Corvette ist protziger. Ja, finde ich schon. Also die Corvette war schon. Kommt jetzt auch drauf an, was der alles so unter der Haube hat. Der hier. Schauen wir mal. Mal an. Ich dachte den Corvette-Motor. Den gleichen? Ja, den gleichen Motor, ja. Aber halt anders da. Aber du hast doch gesagt, der hat doch viel mehr PS. Ist genau derselbe Motor. Wann habe ich das gesagt, dass der mehr PS hat? Du hast doch gesagt, wie viel PS hat der hier? Ach, 600. Das ist die CTSV, die wir am Freitag haben. So. Ja. So. Okay. Ich komm gar nicht mehr mit. Ich komme schon überhaupt das nicht mehr ist, mit. Verstehe ich. Spielt der in der gleichen Preisklasse? Der hier, der kostet, ja, den kannst du schon für 40.000 kaufen. Also auch für Normalos bezahlbar. An dem hier halt eben das Angenehmere, dass es noch ein Auto ist, das du auch fahren kannst im Alltag eigentlich. Theoretisch. Also die Corvette ist ja was, das holst du mal an einem schönen sonnigen Sonntag raus, drehst deine Runde durch die Stadt, um sie mal zu fahren und sonst stimmt, kannst du halt eigentlich nicht fahren und mit dem hier ist das nicht ganz so krass. Mit so ein Auto fährst du nicht im Alltag. Auch die Corvette bequemer, um ehrlich zu sein. Aber das hier ist schon, ja, das ist wirklich so ein Alltagsauto. Da hast du schon recht, eine Corvette jeden Tag zu fahren. Aber man muss das Harte mögen, also ich mag es nicht. Hörst du den stärker, oder? Ja. Heck will ich überholen und bei der hier ist es erst so langsam und dann aber ganz krass. Ja, genau. Ja. Er braucht ein bisschen, das stimmt. Ja. Aber der kann auch krasser. Der hat einen, jetzt steht er auf Tour, also ich kann ihn jetzt auf Race stellen. Das ging zum Beispiel bei der Corvette nicht. Okay. Was, Race? Ah, nee, warte mal, bei Track ging, glaube ich, bei der Corvette, ja, oder? Genau. Track hatte sie, genau. Die ist anders da. Und da schaltet er auch anders da. Und wenn man dann fährt, dann kann man noch in einen Race Plus Modus kommen, dann schaltet er richtig krass. Okay. Und ist dann, und da ist es echt übel, weil, also was man bei dem merkt, ist halt richtig, dass er eine ganz andere Kraftverteilung auf dem Heck hat. Bei der Corvette ist irgendwie, das ist beherrschbar. Du kannst wirklich dieses Auto schnell bewegen, aber sicher bewegen. Das Auto kannst du, da musst du fahren können. Aber nicht sicher. Okay. Also das ist ein richtig bockiges Auto. Das ist schon richtig krass. Das Auto will ständig quer gehen und vernichtet Reifen bis zum geht nicht mehr. Also das ist wirklich, wirklich richtig krass. Bist du schon gefahren? Ja, aber nur normal. Nur ein bisschen auf der Landstraße, weil ich ein bisschen angegast. Ich habe noch nichts von quer gehen und spockig gemerkt. Aber wenn du so mehr
mehr Gas gibst, dann geht der schon vorne ganz leicht hoch. Ja, schon. Richtig Kraft hinten dahinter. Was ist jetzt? Kommst du mit, ja, oder? Ah, das meinst du mit Claire. Du Kurvenräuber. Das meine ich. Ich hab nicht mal ein Viertel aufs Gas getreten. Mhm. Das ist halt schon richtig krass. Also, der ist auch ein Hecktriebler. Der ist auch Hecktriebler. Da muss man aufpassen. Und das ist nur, das unterschätzt man, was da Kraft dahinter ist. Aber hat sich vom Gefühl her nicht wie ein gutes Auto zum Driften angefühlt. Weil, ich meine, es gibt auch Autos, die driften halt um die Ecke, aber in einer schönen fließenden Bewegung, weißt du, so smooth, so. Gut, du hattest jetzt auch nicht mega viel Platz, aber... Nee, eben, ja. Aber trotzdem. Was macht man hier so mit Radverkehr? Ist hier so eng? Deswegen bin ich auch eng gefahren. Deswegen was? Bin ich auch eng gefahren? Ja, trotzdem. Du bist nicht rumgerutscht, du bist zu weit gerutscht und musstest wieder zurück. Ja, das ist ja der Sinn. Man fährt ja quer. Sehr direkt, also sehr, sehr fein. Und man kann auf Tour sehr, sehr leicht. Also zwar auch nicht mega leicht jetzt, aber deutlich leichter. Und da fährt man anders um die Kurve. Ganz spezielle Reifen, die waren, hatten kaum Profil gehabt und die waren ja mega so breit. Ja, mega breit und ziemlich, ich glaube, sehr klebrig halt einfach. Also die haben richtig gegriffen. Und ich glaube, hier, das sind ganz normale Reifen, also ganz normale Autoreifen. Und wahrscheinlich einfach unterdimensioniert für so ein Auto. Ja, du könntest doch mit Sicherheit auch andere Reifen, also anders bereiten. Mit Sicherheit, ja. Ja, bei so einem Auto mit so viel Power und das so leicht ist, brauchst du den bestmöglichsten Halt auf der Straße. Aber meinst du, guck, bei Cadillac hat die Reifen extra drauf gemacht bei der Corvette oder dass man die bei Kauf mitkriegt? Ich glaube, die sind wahrscheinlich bei Kauf mit drauf. Dass man sagt, die Leute, die eine Corvette kaufen, die wollen auch möglichst schnell und so in die Kurve fahren. Die Leute, die Camaro fahren, die wollen nur manchmal protzen, driften. Ja. Das glaube ich auch. Also man liest es auch und hört es immer wieder, dass die Corvette halt einfach ein Auto ist, das man schnell fahren kann, aber beherrschen kann. Camaro, Mustang und Challenger sind so diese typischen Protzautos. Mhm. Viel Leistung, kriegst du aber nicht auf die Straße und macht aber trotzdem Spaß. Das sind wie beim Rodeo. Bisschen nur Rodeo, ja. Ist halt alles sehr ruppig und muss man mögen. Deswegen kostet die Corvette ja auch 100.000 und nicht 40. Aber du hast gesagt, den gibt es ab 40.000 hier. Das ist dann aber der mit kleinem Motor und weniger Ausstattung. Kleinen Motor? Oder 6,2 Liter Maschinen? Das ist alles der... Ja, was weiß ich. Ich weiß, dass ich mich da nicht einkenne. Also die nächste Version ist halt die SS-Version, die ist ein bisschen stärker, die hat 100 PS mehr. Die hat halt eine Aufladung, aber so vom die kostet glaube ich jetzt auch nicht so, ich glaube, ja, Kompressor-Auflader. Also ist das hier die Version, die du für 40.000 schon bekommst? Genau, richtig. Ja, das wusste ich ja nicht. Achso, ja, voll. Nee, das ist die Standard-Version, die günstigste Version. Das reicht doch auch völlig. Ja, für
Der hat auch Sitzheizung, so wie es aussieht. Ja. Ist alles elektrisch. Alles elektrisch. Lenkrad beheizbar. Siehst du, alles, was man braucht. Ich will gar nicht wissen, was die dann für. Das geht doch bestimmt auch bis 100.000. Die? Nein, die, das ist der teuerste von denen dann. Also ich glaube, also wie gesagt, die teuerste Version ist dann die ZL1. Aber die kriegst du auch schon für 50.000, 60.000. Häufig auch bei anderen Autos, also diese Keilform, so Lambo oder Ferrari oder sowas. Und dieses Bullige, diese krasse Front, die hast du halt nicht bei vielen Autos. Ja. Und wie ist der Fahrkomfort hinten? Aber unbequem ist es, man sitzt so schräg nach hinten drin, irgendwie spürt man das im Rücken ziemlich schnell. Wärst du wahrscheinlich gerade, dann würdest du gar nicht mehr reinpassen. Ja, das stimmt. Das ist im Leben nicht so drin, aber das ist irgendwie unbequem. Es sind aber auch keine Sportsitze hier, oder? Keine richtigen. Naja, also schon mega krass. Schon, aber nicht so krasse Sportsitze wie bei der Corvette. Das waren ja wirklich richtige Sportsitze. Ja. Die sind das ja sind noch normal, normal mit einem stimmt, sportlich ja angetatscht. Schalen, ja. Ja. Was mich bei dem stören würde im Alltag, dass ich sitze ja weiter vorne dann auf dem Fahrersitz und dann komme ich an die Knöpfe vom Fenster hier und sogar. Ja, stimmt. Bei mir ist auch ganz kritisch, also so, ne, ich muss schon hier so ganz komisch meinen Arm hin tun, aber du musst dann nämlich auch, ich muss den entweder irgendwie am Sitz querlegen oder hinterm Sitz vorbeischieben, und dann komme ich an die Knöpfe, das ist dann richtiger Sportwagen ist ja, ja. Ist immer Handschaltung. Stimmt, und du warst ja noch so fasziniert, weil der 7 Gänge hatte. Ja, stimmt, genau. Ja, allein deswegen ist die Corvette schon kein richtiges Alltagsauto. Was meinst du, wie nervig das ist, mit dem Auto in der Stadt rumzugurken? Oder 8, ich weiß es nicht. Ja. Das stimmt. Ja gut, ja, aber du konntest die Corvette, du konntest mit der Corvette im 4. Gang anfahren. Du brauchst ja trotzdem nur theoretisch in der Stadt, wenn du 50 fährst, reicht ja theoretisch der 4. Gang. Ja. Und dann, ja, wenn du weißt, du fährst jetzt länger 50, dann kannst du ja noch höher schalten, aber sonst. Ja,
aber ständig allgemein, nicht nur die Corvette, allgemein Schaltauto in der Stadt oder so. Das wollte ich damit sagen. Gibt es aber auch als Automatik, habe ich gesehen. Ja, aber das ist schon fast wieder ein Verbrechen. Wenn ein richtiger Sportwagen, den erstens geht es da um Gewicht. Eine automatische Schaltung hat viel zu viel Gewicht. Zusätzliches. Wiegt viel mehr, ja. Ja, und außerdem, so ein Auto musst du selber schalten. Ja und nein. Mehr Spaß hast du, wenn du dich selber schalten musst. Kannst dich vor allem halt konzentrieren. Ja. Ja, du kannst halt die Konzentration, die du auf die Schaltung verwendest, dann nur anziehen, wenn du es nicht immer. Baustelle. So ein Mist. Müssen wir hier ganz kurz. Ja. Jetzt ist gleich wieder 70, oder? Ja. Aber da kommt ein Huckel. Ja, da kommt ein Huckel, ja. Kann man nicht. Egal. Wir können nach dem Huckel Gas geben. Ja, du sagst egal, Lili, du bist so aufgewachsen, nicht. Ich hab das Schild übersehen. Der ist so schwer, der fliegt nicht. Ah, jetzt. Halt. Weißt du, dass da vorne ein Fenster steht? Stimmt, hier ist 70. War hier nicht früher 100? Ja, nein. Achso, nee. Ich war immer 70. Und da vorne bei dem Ding steht öfter Panzer. Ja, ich fahre hier nicht so oft lang, stimmt. Hier, oder? Ja. Nee, da ist hier nicht, steht da nicht irgendwo hinten so ein Häuschen. Hier ist ein Häuschen. Ne. Der macht doch hier Geräusche. Ist das der Klappenausbruch, oder? Ja. Der will halt weiter. Der will fahren. Das wäre gut wichtig. Was würdest du? So ein Alpen. Oh, so ein, ja. 68er oder was weiß ich. 69er, 68er, ja. Klingt einfach noch viel schöner. Stimmt. Also von hier hinten, das klingt teilweise schon, da macht es dann so dill, so ein blechernes, komisches Ding. Und ich denke, was ist das? Aber das war gleich die Klappe. Komisch. Ich gehe mal raus. Ich würde gerne hinten auf dem Heck sitzen und hören, wie das droppelt. Das können wir auf dem Hof einmal machen. Da kannst du ja nicht schnell fahren, wenn du Gas gibst, fahr ich runter. Ja, musst halt. Mach mal eine Matratze hin. Fest, genau, wir gurten mich fest. Ja. Blöd nur, wenn ich dann runterfalle. Weil dann, ja, dann ist. Dann. Aua. Das ist doch nicht ein Spoiler, der kannst du nicht festhalten. Der ist aber schon voll stabil. Ja, bestimmt. Okay. Ja. Klimaautomatik passt hinten nicht, gell? Nee, das hat er wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Nee, diese Sitze hier hinten sind wirklich nur so für ganz kurz, ja. Auszuprobieren ist ganz witzig. Kaufen würde es mir nicht. Nee, das ist schon interessant. Für das Geld würde ich einiges anderes kaufen. Mhm. Challenger, ja. Vielleicht sogar Mustang. Ja, der war der Challenger schon ein bisschen anders, wirklich, aber weil er halt eine Limousine ist, das ist wieder ein bisschen darauf ausgelegt. Du meinst den Charger jetzt? Ja, meine ich doch. Ja. Ein bisschen mehr darauf ausgelegt, dass man halt auch Leute mitnimmt. Ja, mehr auf. Komfort. Ja. Wenig Räumlichkeit.
geht auch 300 oder so. Aber reicht nur bis 240. Ist der abgeriegelt? Nee, geht. Kann, also, okay. Hat wirklich VMAX 300, also ohne Abriegelung. Aber die Reifen sind nur bis 240. Oh, aber jeder. Reicht. Nee. Ich sag's dir, es sind die verschiedenen Reifen auf dem Auto. Ja. Das sind halt Alltagsreifen. Sein oder sowas und du fliegst sonst wohin. Das kannst halt dann nicht immer hundertprozentig berechnen. Ich möchte bitte aussteigen. Oh. Ei, ei, alles wird gut. Ich freue mich jetzt schon auf den Kettling. Ich bin auf die CTSV gespannt, weil die ja dann wieder. Achso, meinst du so? Ja. Weil die ja dann doch wieder so mehr auf Komfort aus ist und auch mehr Sicherheit. Ich freue mich auf den. Ich denke mal schon, ja. Ah, Kompressoraufladung, also er hat vorne im Motorsound so ein Surren. Das muss voll krass sein. Habe ich noch nie in echt gehabt. Das ist halt das, was... Er hat halt weniger Auspuffsound, sondern mehr Motorsound. Und der hier hat ja eigentlich rein Auspuffsound. Ich glaube, anders laut. Ja, ich finde den Sound schöner. Vor allem jetzt, wo ich hier hinten sitze, hier hinten, das ist echt. Also mit Gas, gibt es mehr Gas, dann klingt das schöner, oder sonst klingt es mehr. Ich mag diesen Schall. Ja. Wenn er schaltet, ist es irgendwie geil. Ja, auch klein.
jetzt alles erzählen kannst, was du alles schon gefahren bist. Ja, schon. Krass. Voll krass, ja. Ja. Naja. Voll heftig. Z4 bist du auch schon gefahren. Ja. Und SL. Und ich bin mal an SLR mitgefahren. Boah. Ja. Früher hatte ich mal so Klassenkameraden. Sein Vater war Architekt gewesen. Wir haben auch in einem richtig krassen Haus gewohnt. Und der hat den SLR, das war so das erste Mal, wo ich richtig schnell gefahren bin. Also ich weiß auch nicht mehr ganz genau, 280, 290 oder sowas, wo der mich nach Hause gefahren hat. Das war schon krass. Mal einmal ein bisschen Gas, damit die Mama uns hört. Ist die überhaupt schon da? Sie hat gesagt, sie ist da, wenn du da heimkommst. Ach so, ja dann. Ja, das Tor ist zu, dann ist sie da. Okay. Kommst du noch mit oder gehst du hoch? Was? Achso, fährst du noch eine Runde mit? Achso, holt ihr die Mama jetzt? Ja, sie wollte auch noch. Wie lange fahrt sie denn? Ja. Keine Ahnung. Weil ich bin mein Papa zum Verabreden nach der Arbeit, der ist meistens so gegen 7 hier. Achso, ja, so lange nicht. Ja, klar, aber wenn ich nee, so vorhin noch umziehen will und so kurz frisch machen. Vielleicht eine halbe Stunde. Ja. Eine Stunde, wenn du musst auch nicht nur, wenn du willst. Ja. Mhm. Können hier einmal auf die Autobahn. Hier. Hä? Die Margit. Ist das die Margit? Das ist die Margit. Mit der Oma. Mit der Oma. Mit raus. Gehen wir mal raus. Ja.